einen wunderschönen guten Morgen, 16. September 2023, One Day After, Ende, Deadline-Day-Fenster, vierter Spieltag angefangen, überragendes Spiel, ich hatte mich so darauf gefreut, ich habe es jeden Tag angepriesen, Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen, und ich bin der Meinung, das Spiel hat mehr gehalten, als es eigentlich versprochen hat. Richtig geiles Spiel, wahnsinniges Tempo, alles mit dabei. Ich möchte auch einsteigen mit diesem Spiel. Nur ganz kurze Sequenz von mir dazu. Eigentlich Manager United News kümmert sich um Verletzungen, um angeschlagene Spieler, um Rückkehrer. Da werde ich gleich drauf eingehen. Ganz kurz, weil überall, also weil sie Bayern sich beschweren, Schiri-Skandal. Weil, ja, ich habe mir die Szene Jonas Hofmann, Alfonso Davies noch 100.000 Mal angeschaut. Ich finde nicht, dass man diesen Elfmeter geben muss, ganz klar nicht, aber Jonas Hofmann stellt sich meiner Meinung nach relativ intelligent an der Stelle, verlangsamt so mit seinem rechten Bein ein bisschen das Tempo, stellt ihn gut ab, aber ist halt auch vor dem Spieler, er ist vor Davies dran, Davies läuft halt weiter, der Kontakt ist 100% klar da, und dadurch ist es für mich durchaus ein Foul, was man geben kann, und ein Elfmeter, den man geben kann, ist auch ein Spielergebnis, was absolut, absolut in Ordnung geht. Das 2-2 ist absolut leistungsgerecht. Genau, aber darauf will ich weiter eingehen. Ich werde nochmal ein extra Video rausbringen zu Bayern gegen Leverkusen, zu dem Spiel. Genau, für mich gibt es weniger den Schiri-Skandal, für mich gibt es so ein bisschen ein anderes Problem an der Stelle. Ist auch der Vergleich dann zur Situation mit Jamal Musiala oder auch der Vergleich zu einer Situation mit Flo Wirtz auf der anderen Seite. Aber da werde ich genauer drauf eingehen in einer Spielanalyse. Die werde ich auch noch im Laufe des Vormittages heute raushauen. Genau, jetzt Manager United News bei einer Tasse Kaffee für euch. Wir fangen trotzdem mit den Bayern an. Das eine ist, was ich gesagt hatte, Kimmich fit. Ja, Kimmich fit. Bin ich davon ausgegangen, dass Kimmich fit sein wird. Jamal auch fit. Ja, Jamal auch fit. Jamal aber nur eingewechselt. In Ordnung, würde ich sagen. Sein Comeback, sein Spiel. Kurzfristig ausgefallen ist Kingsley Coman tatsächlich mit muskulären Beschwerden. Gnabry mit nicht so einer überragenden Leistung, wie ich finde. Aber wie gesagt, ich versuche auf das Spiel Bayern gegen Bayer Leverkusen in einem extra Video drauf einzugehen. Und da gehe ich dann auch auf den Spieler des Spiels ein. Für mich eindeutig ein Spieler des Spiels. Und witzige Diskussion. Harry Kane und Boniface, wer war jetzt besser, wer war schlechter? Auch darauf werde ich eingehen. Witzig, was man so einfach in Fußballforen alles zum Lesen bekommt. Machen wir weiter mit den Bremern. Hier haben wir ein paar Informationen, die für euch relevant sein könnten. Fangen wir an. Im Mittelfeld hier tatsächlich Naby Keita, 3 Millionen vor Debüt zumindest in Kader. Natürlich nicht in der Startelf, aber Einsatzminuten bekommt, ist auch noch nicht klar. Aber zumindest im Kader könnte er stehen. Leo Bittencourt ist fit, so viel schon mal dazu. Und dann vielleicht nochmal zum Sturm. Wir haben es nochmal lange besprochen in dem letzten Livestream von mir. Marvin Ducksch einmal ist wieder fit. Bei Rafa Boré, der war mit der Nationalmannschaft viel unterwegs, konnte sich noch nicht wirklich im Team einspielen. Ihr wisst, er ist neu, hier ist noch unklar, ob er im Kader ist oder nicht. Und dann nochmal so zu der, ja, bisschen traurig, finde ich, und ich hoffe, die Bremer machen das richtig. Rafa Boré in letzter Sekunde verpflichtet, sie haben noch einen Kovnatski. Boré und Kovnatski so ein bisschen im Duell um die Position neben Marvin Ducksch. Und dann haben wir noch einen Nick Woltemade, einen Justin Nienma und einen Leon Opitz. Und das sind super Talente. Und ich hoffe, dass Bremen diesen Talenten nicht Rafa Boré zu krass vor die Nase setzt, sondern dass sie diese Talente spielen lassen und dass sie diese Talente entwickeln können. Gerade Nienma in einer super Verfassung gerade. Auch Opitz war in der Vorbereitung in guter Verfassung. Genau, das ist so ein bisschen meine Sorge raus bei den Bremern, dass hier halt Ducksch, Kovnatski bzw. sogar Boré spielen könnten. Und die Talente, die eigentlich Gold wert sind für einen Verein, so ein bisschen außen vor sind. Großer Sprung, über Darmstadt hinweg, aber groß ist der Sprung nicht. Zu den Dortmunder, bei den Dortmundern haben wir Gio Reyna einmal, der nicht den Platz im Kader geschafft hat, ist noch nicht fit genug. Dafür ist Niklas Füllkrug im Sturm einsatzbereit. Bin ich tatsächlich mal gespannt, ob nochmal mit Haller begonnen wird oder ob Füllkrug tatsächlich auch mal anfangen darf. Auf jeden Fall Niklas Füllkrug fit für das Spiel beim Sportclub aus Freiburg. Dann haben wir einige Informationen zu dem Spiel der Eintracht aus Frankfurt.
Hier gibt es einige Duelle, Zweikämpfe, die ich kurz bewerten möchte. Bevor ich dahin komme, einmal zu Pacho. Ich glaube tatsächlich, dass Alonso so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht hat mit dem Einsatz von Andrich. Ich finde, Andrich hat viel Anteil an den ersten 20 Minuten. Ich erzähle es jetzt, weil bei Pacho ein ähnlich strapazierter Spieler rückkehrt, beziehungsweise im Kader steht und hier Topmöller sich relativ klar äußert, dass er mit Pacho gehen möchte. Und ich glaube, die Frankfurter würden auch gut tun, wenn sie an ihrer sehr gut funktionierenden Verteidigung nicht allzu viel verändern würden. Dann ganz kurz zu den Duellen. Wir haben einmal das Duell Nkunku, Philipp Max. Ich sehe mittlerweile, also Nkunku, Riesenvorteil, war jetzt auch komplett zu Hause, konnte sich mit der Mannschaft einspielen, konnte trainieren. Der Liga-Insider sieht Nkunku in der Startelf und ich könnte mir das tatsächlich auch vorstellen, dass Nkunku schon jetzt Philipp Max verdrängt hat und ich glaube auch nicht, dass er das wieder hergeben wird. Für 1,6 Millionen, glaube ich, wäre das ein richtig geiler Schnapper gewesen. Bin mal gespannt, wer sich von euch an Nkunku herangetraut hat. Dann haben wir das nächste Duell, was hier gar nicht auftaucht, weil der Liga-Insider Dina Ebimbe nach vorne zieht und Rode neben Skiri. Bin ich mal gespannt, wo Dina Ebimbe spielen wird. Wenn Dina Ebimbe hier nicht spielen wird, dann haben wir hier einen Zweikampf zwischen Aronson und Chaibi. Sehr, sehr spannend. Auch Aronson finde ich richtig gut. Entweder Aronson und Chaibi. Ich denke, Chaibi könnte mittelfristig die Nase vorne haben, aber auch er ist neu. Ansonsten finde ich Aronson einen wahnsinnig spannenden Spieler. Und in der Sturmspitze haben wir nochmal das Thema zwischen Gangkamp und Marmoush. Bin ich mal gespannt. Mir hat zuletzt Gangkamp tatsächlich besser gefallen. Beide, wir können es einmal ganz kurz hier einblenden, sind ja wahnsinnig günstig. Ne? 1,8, 1,7 Millionen. Da droht auch kein anderer Spieler. Lucas Alario ist nach wie vor oder jetzt wieder leicht angeschlagen oder immer noch leicht angeschlagen. Ist aber auch keine wirkliche Gefahr eigentlich. Das dürfen schon Marmoush und Gangkamp ganz allein unter sich ausmachen. Da hast du eigentlich in einem guten Frankfurter Team, wenn es funktioniert, einen wirklich, wirklich günstigen Stürmer. Mal gespannt, wie sich das rausstellt. Dann haben wir die Gladbacher. In Gladbach habe ich schon erwähnt, mit Olschowski angeschlagen. Hier haben wir erstmal Safe Nicolas im Tor drin, falls da nicht irgendwas passiert. Wir haben Netz, der sich wieder fit gemeldet hat. Aber Wöber hat das gegen die Bayern einfach sehr, sehr gut gemacht. Deswegen glaube ich, dass Wöber Netz ersetzen wird, zumindest wenn mit einer Viererabwehrkette gespielt wird. Sollte mit einer Dreierkette gespielt werden und Netz könnte als Schienenspieler ran, könnte ich mir Netz vorstellen. Ich glaube aber auch, dass Skelly das machen könnte und Honorat zum Beispiel, der die Skelly-Position rechts übernimmt und Skelly die Netz-Position links übernimmt. Egal, wie man es dreht und wendet, ich bin nach wie vor kein Netz-Fan. Wahnsinnig, wie der mal als das Talent galt. Bisher hat er davon nicht wahnsinnig viel zeigen können. Im defensiven Mittelfeld haben wir Kramer und Kone. Beide sind noch keine Option für das Spiel. Rocco Reitz bin ich gespannt. Könnte ich mir vorstellen, dass der eigentlich hier im defensiven Mittelfeld ran darf. Und Schwanscherer ist angeschlagen, gegen Albanien wohl leicht umgeknickt. Aber er wird wohl starten können und wird wohl spielen. Wenn nicht er, dann haben wir hier auch immer noch einen Jordan, der das übernehmen kann. Dann gehen wir rüber nochmal zu den Leipzigern, RB Leipziger. Hier blenden wir auch nochmal die, habe ich hier nicht auf Leipzig geglückt? Jetzt doch. Erste wichtige Information, ich finde, dass Peter Gulaschi wieder zurück im Kader ist. 11 Monate ausgefallen, Kreuzbandriss, er ist wieder zurück. Aber an alle Blaswig-Besitzer, ihr braucht euch noch keine Sorgen machen, meiner Meinung nach. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird bis nach der Winterpause auf jeden Fall. Blaswig macht das bockstark, Gulaschi fast ein Jahr draußen. Der wird seine Zeit brauchen, der ist Gott froh, dass er einen guten, guten Ersatz hat für die Zeit. Vielleicht wird das in der Winterpause geändert, aber warum soll man Jannis Blaswig rausnehmen an der Stelle, frage ich mich. Wird man auf jeden Fall nicht überhasselt und schnell tun. Klostermann gibt es nach wie vor Unsicherheiten. Wie ihr aber seht, vom Liga-Insider haben wir hier Lukeba, der ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen werden könnte. Können wir gut vorstellen, dass es dann auch passiert. Dann haben wir einmal, will ich noch was zu Kampel sagen, weil ich den im Livestream nochmal abschließend ein bisschen angepriesen habe. Ihr müsst euch mal angucken, ne? Das ist das Mittelfeld der Leipziger, 4,5 Millionen, 4,5 Millionen, 4,2, 4,0, 3,0. Und dann kommt ganz hier hinten, kommt ein Kevin Campbell.
Und ja, ein Fit, wirklich, also wirklich ein Fixpunkt mittlerweile im Team der Leipziger. Rose hat es auch schon bemerkt, wie wichtig diese Stabilität derzeit ist. Also wer hier nochmal für die letzten Spiele oder für die nächsten Spiele bis zur Winterpause sich einen günstigen Mittelfeldspieler reinholen wollte, ich finde, der ist mit Kevin Campbell sehr, sehr gut gefahren. Ein Platz, den es zu besprechen gibt, ist Olmo, wer ihn ersetzt. Derzeit Forsberg, rechne ich auch damit, dass er vorne ist. Baumgartner ist nach wie vor irgendwie leicht angeschlagen, nicht ganz fit, hat immer so seine Wehwehchen leider. Carvalho mit einem guten Spiel, aber ich denke mal, dass Forsberg auf jeden Fall noch vor ihm gesetzt sein wird. Und im Sturm bin ich natürlich gespannt, ob mein Torschützenkönig Šeško direkt von Anfang an spielen darf und seine 2 bis 3 Tore erzielen darf oder ob hier noch ein Paulsen erstmal gesetzt sein wird. Ich rechne damit, dass Timo Werner auf jeden Fall nicht in der Startelf stehen wird. Ich rechne und hoffe damit, dass Benny Šeško auf Torejagd gehen darf. Und dann ganz abschließend machen wir noch fertig mit Leverkusen. Einfach noch nachgereicht nach dem Spiel. Das eine ist, dass Hincapié sein Comeback gefeiert hat. Aber wer Odion Kossounou gesehen hat, der wird wissen, dass Hincapié sich erstmal weit hinten anstellen muss. Kossounou bis auf wenige Aussetzer mit einem bockstarken Spiel. Und in einigen Situationen ist ihm einfach der Ball am Fuß geklebt. Ball verloren, aber irgendwie immer wieder bekommen. Das zeigt für mich immer, dieser Spieler reitet auf einer Welle und keine Ahnung, wie lange diese Welle noch geht. Also das ist bockstark, was er zeigt. Kossounou wird erstmal gesetzt bleiben und auch Stanisic, der so ein bisschen auch als Ersatz oder als weitere Möglichkeit verpflichtet worden ist für die rechte Abwehrseite der Leverkusener, fehlte krankheitsbedingt in München. Ob das Teil eines Deals war es mit den Bayern oder ob er wirklich krankheitsbedingt gefehlt hat, I don't know. So viel von mir zu den Manchester United News bei einer Tasse Kaffee am Samstagmorgen um 7 Uhr. Wir dürfen unsere Morgenroutine nicht brechen, ihr Lieben. Ich habe durchgezogen, jetzt seid ihr dran. Viel Spaß bei dem Video auf jeden Fall. Viel Spaß euch heute auch in den Stadien oder vor den Fernsehern der Nation mit einer geilen Konferenz, wie ich finde. Es sind spannende Spiele dabei, sind gute Spiele mit dabei. Freue ich mich drauf, bin ich total gespannt, wie das ausgeht. Ich bin im Stadion heute gegen die Borussia aus Dortmund. Leichte Bauchschmerzen habe ich ehrlich gesagt, aber es wird ein schönes Wetter mit der Vespa rübergurken und sich das Spiel anschauen. Es wird ein richtig, richtig schöner Samstagnachmittag bei mir. Und dann sehen wir uns alle wieder am Sonntag um 22 Uhr beziehungsweise am Sonntag um 21.45 Uhr mit der Notenvorbesprechung ab 22 Uhr mit den exklusiven Kicker-Noten live hier bei mir beim Manchester United. Darauf freue ich mich extrem. Ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Entspannt gut, macht gut und habt richtig, richtig gute Fußballspiele. Macht's gut. Ciao, ciao.